Das Bundesheer steht unter Strom. Wenn das Herzstück der österreichischen Stromversorgung im Südosten Wiens, das neue Kontrollzentrum des Verbunds, ausfällt, dann wird's finster im Land. Deshalb soll durch einen Partnerschaftsvertrag mit dem Bundesheer gesichert werden, dass uns weiterhin ein Licht aufgeht, wenn wir den Schalter betätigen. Es sind nicht unbedingt Waffen, die das Bundesheer im Rahmen der neuen Kooperation mit dem Verbund einsetzen muss. Wenn eine Hochspannungsleitung im Gebirge, etwa durch eine Mure oder Lawine, beschädigt wird, müssen die Experten des Verbundes überhaupt erst einmal an Ort und Stelle gelangen. Wenn eine solche Katastrophe im Hochgebirge zum Beispiel passiert, dann sind wir mit unseren technischen Einrichtungen nicht ganz in der Lage, die Probleme zu bewältigen, und da brauchen wir Unterstützung. Im Falle dieser Katastrophen im Zusammenhang mit der Energiewirtschaft können wir Transportleistungen erbringen, Teile der Katastropheneinsatzinfrastruktur zur Verfügung stellen, bis hin zu den Kommunikationseinrichtungen, die ja allenfalls auch zerstört sein können. Mit dieser speziellen Stahlkonstruktion können beschädigte Starkstromleitungen provisorisch überbrückt werden. Die Mitarbeiter des Verbundes arbeiten dabei oft in schwindelerregender Höhe. Ein sehr cooler Job, möchte ich sagen. Wir sind immer sehr hoch oben, und wenn einem das gefällt, ist das eigentlich der schönste Beruf, den es gibt. Naja, Höhenangst habe ich nicht. Also es wäre machbar für mich, da irgendwo raufzuklettern. Aber wenn ich ehrlich bin, würde es mir eher reizen, irgendwo im Sportlichen zu bleiben. Das Nervenzentrum der österreichischen Stromversorgung findet sich in diesem 20 Millionen Euro teuren neuen Kontrollzentrum. Hier wird die Stromversorgung kontrolliert und darauf geachtet, dass der Strom überall gleichmäßig fließt. Wenn es etwa eine Überversorgung gibt, muss hier reagiert werden. Zum Beispiel die Pumpspeicher können Strom aufnehmen und den wegbringen. Oder aber man muss Kraftwerke reduzieren in ihrer Leistung. Wenn hier die Systeme einmal zusammenbrechen würden, wäre die Folge für halb Mitteleuropa ein Stromausfall ungeahnten Ausmaßes. Mit der neuen Zentrale und der Bundesheer-Kooperation fühlt man sich aber jetzt auch für den Katastrophenfall bestens gerüstet.